Und hier sieht man genau das, was die Boote verursachen im Fluss, weil sie viel zu schnell unterwegs sind und die Schildkröten verletzen, entweder am Panzer oder an den Flossen. Die Schildkröten haben keine Chance, den Booten auszuweichen, weil die Boote viel zu schnell auf dem Fluss unterwegs sind. Und somit kommen sie dann in die Schiffsschraube, was wie gesagt Beschädigungen am Panzer verursacht, Verletzungen, genauso wie an den Flossen oder auch am Kopf. Kommen wir nochmal zu den Baby Turtles, die am Strand direkt nach dem Schlüpfen aufgesammelt worden sind. Und sie werden hier gestärkt, angefüttert, manchmal auch mit Antibiotika behandelt. Und wenn sie wieder kräftig genug sind, dann werden sie im Ozean ausgesetzt. Von der gesamten Population der Caretta caretta existieren nur noch 200.000 Exemplare. Considering 300 sea turtles nest annually on Dalian Beach alone, it is easy to understand the importance of the Turkish and Mediterranean coastlines for their nesting. Tens of thousands of tourists enjoy İztuzu Dalian Beach, one of the most unique Mediterranean beaches with its fine white sand and clear waters. The sea turtles have been nesting here for millions of years. Dalian Sea Turtle Research, Rescue and Rehabilitation Center protects and studies these special guests of the beach. The center is named Decamer in short. The goals of the center are protection of the nests along Dalian Beach, treatment and rehab of the sick or injured sea turtles, and their release back into the wild. Sag mal hallo. Ja, kannst dich bewegen, das ist ein Video. Video. Thank you.
Schöne Grüße. Grüße, Partnerin. Bacardi Beach 2017. Naja, noch sind wir nicht da. Fast, oder? Nee, ich tue schon. Wir sind eigentlich gegenüber vom Eastwood-Strand. Also. Wie nennt sich der hier dann? Der kleine? No Name. No Name Beach, okay. Das läuft nicht, ja? Nee, ich tue schon. Thank you.
Hallo. Wir müssen uns fabrizieren können.